Video International? Ja, bitte, Mr. John Kempo, Konstruktionsabteilung. Es ist sehr dringend. Augenblick, ich verbinde. Kempo? John? Ja, Judy, was gibt's? John, komm bitte gleich nach Hause. Wieso? Du musst kommen, sofort. Aber was ist denn los? Bitte tu, was ich dir sage. Nein, 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 es geht um Chris. Oh, bitte, John, bitte. Komm so schnell du kannst. Nimm ein Taxi. Aber du weißt doch, dass ich hier nicht so einfach... Ich kann's dir jetzt nicht sagen. Bitte, komm, komm sofort, bitte. Judy. Zentrale. Hier ist John Campo. Würden Sie mir bitte ein Amt geben? Gern. Studio 13, dem Studio für Kriminalisten, hören Sie nun mit Xenia Pörtner, Alexander Grill, Dieter Kirchlechner und Gerd Kunert in der Inszenierung von Dieter Eppler ein Kriminalstück von Ray Butler, das in London spielt. Geiselgangster. Du bist der Kreide weiß. Chris! Was ist mit ihm? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Judy! Was ist mit Chris? Er ist weg. Weg? Entführt. Was? Er ist entführt worden. Entführt! Aber wie? Wo? Im Park, glaube ich. Was heißt du glaubst? Da habe ich ihn zum letzten Mal gesehen. Wir waren im Zoo. Er wollte auf die Toilette. Auf die hinter der kleinen Baumgruppe, du weißt doch. Und da habe ich dann gewartet und gewartet. Und als er nicht wiederkam, dann nahm ich an, er hätte sich wieder mal selbstständig gemacht, wäre durch irgendwas abgelenkt worden. Du weißt doch, wie er ist, wie unternehmungslustig. Ja. Ja, und dann bin ich nach Hause gegangen, weil ich gedacht habe, er ist vielleicht schon zu Hause. Ja, aber woher willst du denn wissen, dass er entführt worden ist? Ein Mann rief an und hat's mir gesagt. Was für ein Mann? Das weiß ich doch nicht. Ein Mann eben. Er sagte, sie hätten Chris. Wann hat er angerufen? Als ich heimkam. Ungefähr eine halbe Stunde, nachdem ich wieder zu Hause war. Unmittelbar, bevor ich dich angerufen habe. Was hat er gesagt? Er sagte, ich solle mich genau an seine Anweisungen halten. Ja, die waren? Ich sollte dich anrufen und bitten, nach Hause zu kommen. Aber dir nicht... Also gut. Was machst du? Ich rufe die Polizei an. Nein, das tust du nicht! Judy. Er sagte, wir dürfen keinesfalls die Polizei anrufen, unter gar keinen Umständen. Er hat es dreimal gesagt. Wir müssen es tun. Er hat gesagt, wir könnten zur Polizei gehen, sobald wir Chris wieder hätten. Aber vorher nicht. Wir durften auch das Telefon nicht benutzen. Er sagte, sie würden mithören. Ich musste ihm versprechen, den Hörer von der Gabel zu nehmen und ihn erst um 2 Uhr wieder aufzulegen. Machen das Telefon? Ja, er sagte, sie würden es sofort merken. Aber das ist doch einfach lächerlich. Wir müssen die Polizei verstehen. Nein, John, bitte, bitte nicht. Er sagte, wir würden Chris nie wiedersehen, wenn wir ihre Anweisungen nicht befolgen. Aber sie können doch unmöglich wissen. Dann telefoniere ich eben von woanders aus, von der Telefonzelle an der Ecke. Er hat gesagt, sie beobachten unser Haus. Wir dürfen nichts unternehmen, bis wir von ihnen hören. Aber Judy... Die ganze Geschichte kann doch nur ein übler Witz sein.
Oh, John! Aber wer könnte denn ein Interesse daran haben, unseren Sohn zu entführen? Was könnte er sich davon versprechen? Geld garantiert nicht. Ich bin Konstruktionszeichner, ein Niemand. Wer zum Teufel sollte schon meinen Sohn entführen wollen? Das kann doch wirklich nur ein Übler sein. Ich glaube, ich lege den Hörer jetzt wieder auf. Nein, das tust du nicht, John. Wieso? Es ist doch gleich zwei. John. Ja? Tempo? Am Apparat. Um 1:19 Uhr hatten Sie für ein paar Sekunden den Hörer aufgelegt. Ja, ich wollte... Aber dann haben Sie sich's anders überlegt. Sehr vernünftig von Ihnen. Jetzt hören Sie mir mal zu. Nein, Campo. Sie hören mir zu. Unsere Zeit ist sehr knapp. Wir haben Ihren Sohn Christopher. Er ist 1,27 Meter groß, hat graugrüne Augen, flachsblondes Haar, trägt einen braunen Blazer, graue Shorts und eine gelbbraun gestreifte Mütze. Im Augenblick geht's ihm prima. Und wenn Sie ihn wiedersehen wollen, brauchen Sie nur unsere Anweisungen zu befolgen. Sie sind ganz einfach. Haben Sie mich verstanden? Ja. Sie müssen sich nur wirklich darüber klar sein. Falls Sie in irgendeiner Weise gegen uns arbeiten, ist Christopher dran. Wenn Sie allerdings genau das tun, was wir Ihnen sagen, wird ihm nichts passieren. Sobald Sie ihn wiederhaben, können Sie zur Polizei gehen, aber nicht eher. Kapiert? Ja. Hoffentlich. In Ihrem und Christophers Interesse. Hören Sie, was wollen Sie von mir? Ich habe kein Geld. Wer wird denn immer gleich an Geld denken? Was wollen Sie denn sonst? Ihr Geld interessiert uns nicht, Campo. Die Summen, mit denen wir uns abgeben, könnten Sie sowieso nicht aufbringen. Was wollen Sie von mir? Hören Sie zu, Campo. Ich will, dass Sie Folgendes tun. Es ist unmöglich, Judy. Unmöglich, begreifst du denn nicht, was sie von mir verlangen? Doch, aber es ist mir egal. Ich will mein Kind wiederhaben. Sie kidnappen meinen Sohn, damit sie mich erpressen können. Damit sie mich zwingen können. Wir müssen ihn wiederhaben, John, bitte. Es liegt nur an dir. Sein Leben steht auf dem Spiel, John. Judy, wenn ich tue, was sie von mir verlangen, bin ich erledigt. Ist dir das klar? Wenn ich tue, was sie sagen... habe ich keine Zukunft mehr. Wir haben keine Zukunft mehr. Das ist mir egal. Ich bin ein Verbrecher, wenn ich es tue. Die Polizei braucht keine 5 Minuten, um rauszufinden, wie das Zeug verschwunden ist. Gott, nochmal, John, es ist mir egal, hörst du? Das ist teuflisch. Ein neuer teuflischer Fall von Werkspionage. John, du wirst ihre Bedingungen doch erfüllen, oder? Judy. Du wirst sie doch erfüllen. Ich kann nicht. Du musst, du hast keine andere Wahl, John. Sie merken, wenn du die Polizei einschaltest. Judy, ich bin sicher, wenn ich mich an die Polizei wenden würde, dann... Ja? Was soll die Verzögerung, Campo? Sie hätten vor 10 Minuten aus dem Haus gehen sollen. Haben Sie meine Anweisungen nicht verstanden? Oder überlegen Sie etwa immer noch, ob Sie nicht lieber die Polizei benachrichtigen? Wir haben nur... Offenbar haben Sie mich nicht voll verstanden. Es gibt keine Möglichkeit, die Polizei ohne unser Wissen einzuschalten, Campo. Jeder Anruf, den Sie in den nächsten Stunden machen, wird zur Folge haben, dass Christopher... Ja, das haben Sie klipp und klar gesagt. Ich möchte es noch klarer sagen. Ihr Telefon wird abgehört. Ihr Haus wird beobachtet. Wenn es Ihre Frau aus irgendeinem Grund verlässt, werden wir es wissen. Und was Sie selbst angeht, bis unsere kleine Transaktion abgewickelt ist, wird jeder Ihre Schritte überwacht. Auch in Ihrem Büro. Im Büro? Das kann ich nicht glauben. Das sollten Sie aber tun. Unser Kontaktmann weiß ja doch nicht, worum es geht. Er übergibt den Koffer lediglich einem zweiten Boten, der sich ihm nur nähert, wenn er weiß, dass der andere nicht beschattet wird. Wenn Sie also die Polizei einschalten, bringt Sie das keinen Schritt weiter. Unsere Verbindungsmänner sind nur Zubringer. Sie wissen nichts, gar nichts, nicht mal wer das nächste Glied in der Kette ist. Wir haben uns 100%ig abgesichert. Also, denken Sie in erster Linie an Christopher. Jeder noch so kleine Fehler, jede falsche Bewegung von Ihnen schadet. Und zwar ihm. Haben Sie verstanden? Ja. Wir wollen es hoffen. Und jetzt wiederholen Sie mir, was Sie zu tun haben, wenn Sie Ihr Büro verlassen.
Ich gehe mit dem Material in die Park Street Nummer 12 und dort... Dort warte ich vor dem Haus mit Blickrichtung zum Park und halte meinen Aktenkoffer mit beiden Händen hinter meinem Rücken, damit mich Ihr Bote erkennt. Ich trage einen Hut und eine Sonnenbrille. Er wird mir auf die Schulter klopfen, aber ich darf mich nicht umdrehen, wenn ich ihm den Koffer übergebe. Dann gehe ich sofort nach Hause und warte. Und da war noch was. Ach ja. Ich darf nicht versuchen, den Boten aufzuhalten, sondern ihm bloß den Aktenkoffer geben, sobald er mir auf die Schulter klopft. Dreimal. Wenn Sie mit ihm reden oder versuchen, ihn hinzuhalten, wird er den Koffer nicht annehmen. Und die ganze Geschichte ist im Eimer. Vergessen Sie nicht, Ihr Sohn ist unsere einzige Sicherheit. Und er wird erst freigelassen, wenn das Material in unseren Händen ist. Ja, ich weiß. Wenn Sie unsere Anweisungen befolgen, rufen wir Sie später an und teilen Ihnen mit, wo Sie ihn abholen können. Mit später meine ich, nachdem wir Ihr Material überprüft haben. Ich habe verstanden. Also dann, los. Laut Zeitplan haben Sie bereits eine Viertelstunde verspätet. Den Mann getroffen, John? Ja. Und? Ist alles gegangen, wie Sie gesagt haben? Ja. Komm rein. Und erzähl. Ja. Mann kam von hinten auf mich zu, nahm mir den Koffer ab und verschwand. Du hast ihn gar nicht gesehen? Mm-mm. Nur seinen Rücken. Sah ziemlich nichtssagend aus. Ja. Und jetzt? Jetzt rufe ich die Polizei an. Was? Das darfst du nicht, John. Ich muss es tun. Außerdem ist sie sowieso noch vor dem Abendessen hier. Was soll das heißen? Himmel nochmal, Judy. Ich habe das Material gestohlen. Geheime Werkinformationen. Sie wandern jeden Abend in den Safe. Innerhalb der nächsten 2 Stunden wird man entdecken, dass sie fehlen. Und dann dauert es keine 10 Minuten, bis sie wissen, wer dafür verantwortlich ist. Jo, du bist doch nicht der Einzige. Ich bin speziell dafür zuständig. Jedenfalls bin ich der Einzige, der sich den ganzen Tag wie ein Verrückter benommen hat im Büro. Meinem dauernden Rein- und Rausgerenne. Ich muss mich stellen, bevor sie von selber kommen, damit ich mich entlasten kann. Soweit das überhaupt geht. Aber Chris! John! Ich glaube, für Chris besteht jetzt keine Gefahr mehr. Keine Gefahr mehr? Sie haben gesagt, wir dürfen 4 Stunden lang nicht telefonieren. So lange brauchen Sie, um Ihre Spuren zu verwischen. Das Material ist seit 2,5 Stunden unterwegs. Sie wissen nun, dass ich mitgespielt habe. Außerdem stehen wir jetzt nicht mehr im Brennpunkt des Interesses. Ich bezweifle, dass wir überhaupt noch beobachtet werden. Nein, John, du kannst das Risiko... Egal, wer hinter der ganzen Sache steckt, er muss die Sicherheitsvorkehrungen im Büro kennen. Deshalb haben Sie ja auch so darauf gedrängt, dass Ihr Zeitplan eingehalten wird. Sie rechnen damit, dass die Polizei früher oder später hier aufkreuzt. Jetzt wird es eben ein bisschen früher sein, das ist alles. Aber John... Ich weiß, dass ich das Richtige tue. Judy, vorher bin ich überhaupt nicht zum Denken gekommen. Aber jetzt weiß ich, dass ich richtig handle. Ich habe getan, was Sie wollten. Was Sie haben wollten, haben Sie. Ich habe alles getan, um Chris zu schützen. Jetzt muss ich alles tun, um mich zu schützen. Also nochmal alles der Reihe nach, Mr. Campo. Sie sagen, dass Ihr 10-jähriger Sohn heute Morgen entführt worden ist und dass Sie im Anschluss daran die Weisung erhielten, den Konstruktionsplan für ein neues revolutionäres SBM-Schaltsystem zu stehlen. Das war die geforderte Gegenleistung der Erpresser? Ja, Inspektor. Und der Junge ist noch nicht zurück? Sie prüfen den Plan erst noch auf seine Genauigkeit. Und trotzdem haben Sie mich schon jetzt angerufen. Ich hatte das Gefühl, dass ich es tun müsste. Gegen meinen Wunsch. Wieso?
Herr Inspektor, mir geht es nur darum, dass ich mein Kind zurückbekomme. Ich wollte die Polizei aus der Sache raushalten, bis alles vorbei gewesen wäre. Sie befinden sich in einer schwierigen Lage, Mrs. Campbell, und ich kann Ihre Beweggründe verstehen. Ob die Firma Ihres Mannes allerdings das gleiche Verständnis aufbringen wird, es... Aber ich hatte doch keine andere Wahl, Inspektor. Und keine Zeit. Sie haben mir einfach keine Zeit gelassen, um lange zu überlegen. Ja, ist mir klar. Ich verstehe Ihr Dilemma. Wirklich? Oh doch, Mrs. Campbell, ob Sie es glauben oder nicht. Ich verstehe, dass Sie die Polizei nicht einschalten wollten. Andererseits sehe ich natürlich auch die Probleme, die sich bei der Verfolgung der Kidnapper ergeben, wenn die Spur kalt geworden ist. Wenn wir sofort mit unseren Ermittlungen hätten anfangen können... Es war schon ein großes Risiko für mich, dass ich Sie jetzt verständigt habe, Inspektor. Ich finde, wir hätten uns an die Anweisungen der Gangster halten sollen. Wir haben es nicht getan. Ich glaube kaum, dass die Gefahr für Ihren Jungen dadurch größer geworden ist, Mrs. Campbell. Ach, so glauben Sie. Ja, Mrs. Campbell. Wie Ihr Mann annimmt, dürfte das Interesse an Ihnen beiden ziemlich abgeflaut sein, nachdem die Übergabe der Pläne reibungslos erfolgt ist. Was werden Sie jetzt unternehmen, Inspektor? Die Polizei darf gar nichts unternehmen. Mrs. Campbell. Herr Inspektor, Sie müssen mir versprechen, dass Sie sich nicht einmischen, ehe Chris zurück ist. Mrs. Campbell, alles, was wir im Augenblick wollen, ist, dass Sie uns so viel Informationen wie möglich geben. Wir haben Ihnen gesagt, was wir wissen. Dann erzählen Sie mir etwas über Ihre Arbeit. Was tun Sie genau? Ich bin Konstruktionszeichner für gedruckte Schaltsysteme. Mein Spezialgebiet sind integrierte Schaltelemente. Meine Hauptarbeit besteht darin, logische Skizzen in praktische Konstruktionspläne zu übersetzen. Was haben Sie in die Park Street mitgenommen? Den Originalentwurf. Die Skizzen, nach denen ich arbeite. Für die Sie allein verantwortlich sind? Nicht ausschließlich, aber doch weitgehend. Jedenfalls, solange ich daran arbeite. Also würde man logischerweise an Sie herantreten, wenn jemand jemanden brauchte, um die Pläne zu stehlen? Das wäre das Nächstliegende. Und Ihre jetzige Arbeit ist streng geheim? Ja. Geheimhaltungsstufe A. Wie viel, würden Sie sagen, ist die Sache wert? Millionen, Inspektor. Millionen. Und wer würde im Besonderen daran interessiert sein? Mein Gott, jeder, der sich für Computerforschung interessiert. Die Sache ist absolut bahnbrechend. Ich sage Ihnen ja, Millionen. Millionen. Was machen diese Leute da? Das sind unsere Techniker, Mrs. Campbell. Sie bringen eine Vorrichtung an, damit wir den Telefonanruf abhören können, wenn er kommt. Aber diese Gangster, die haben die Leitung doch angezapft. Nein, das haben sie nicht. Wir haben es überprüft. Ach. Ihre Leitung ist vollkommen in Ordnung, Mrs. Campbell. Aber welchen Sinn hat es, dem Anruf nachzugehen? Sie werden aus einer Telefonzelle anrufen wie bisher. Und bis Sie dort sind... Ist der Vogel ausgeflogen, stimmt. Uns interessiert die Stimme, die Sprechweise, besondere Kennzeichen. Es gibt Leute, die sich durch sprachliche Eigenheiten verraten. Sie müssen versuchen, den Mann zum Reden zu bringen, Mr. Campbell. Ja, aber wie? Halten Sie ihn bei seinen Anrufen hin. Lassen Sie ihn seine Anweisungen wiederholen, wenn es geht. Versuchen Sie, ihn dazu zu bringen, ganz spontan etwas zu sagen. Das heißt, wenn er überhaupt noch einmal anruft. Wenn? Was meinen Sie mit wenn? Sie könnten den Jungen auch einfach in irgendeiner Straße absetzen. Ihn allein den Weg nach Hause finden lassen. Er kann also schon frei sein? Ja, könnte. Aber ich hoffe trotzdem, der Mann ruft noch einmal an. Wir haben bisher nur sehr wenig Anhaltspunkte für unsere Arbeit. Versuchen Sie daher, so viel wie möglich aus ihm herauszuholen, Mr. Kemp. Das ist die Post. Ja, ich hole sie. Was ist zu? Es steht in der Zeitung. Was? Das mit Chris, die ganze Geschichte. Die Sache muss durchgesickert sein, es steht alles drin. Mein Gott. Was werden die jetzt tun? Was werden die tun? Oh, Chris. Chris.
kann Ihnen gar nicht sagen, Mrs. Campo, wie sehr ich das alles bedauere, aber... Sie haben gesagt, wir sollten Ihnen vertrauen, Inspektor. Wir haben nichts durchsickern lassen. Es kommt aus einer anderen Quelle. Sie meinen... Offenbar aus Ihrem Büro, Mr. Campo. Wir haben alles getan, um Sie vor der Presse zu schützen. Ich habe inzwischen versucht, die Sache wieder in Ordnung zu bringen. So, und wie? Ich habe vor der Presse eine Erklärung abgegeben. Ich habe gesagt, dass Ihre Firma die Polizei benachrichtigte, sobald der Diebstahl entdeckt wurde. Das befreit Sie, Mr. Campo, von jedem Verdacht, mit uns kollaboriert zu haben. Na, glauben Sie, das wird die Kidnapper zufriedenstellen? Außerdem habe ich denen ein Angebot gemacht. Und zwar? Ich habe gesagt, dass wir erst dann eingreifen werden, wenn Sie Christopher zurückgegeben haben. Aber dann halten Sie ihn doch einfach fest, solange Sie können. Je mehr Zeit Sie haben, desto besser sind Ihre Chancen, sich abzusetzen. Das bezweifle ich sehr. Sie haben bereits jede Menge Zeit gehabt, um unterzutauchen. Chris wird Ihnen jetzt nur noch lästig sein. Sie wollen ihn daher sicher loswerden. Sobald Sie die Skizzen überprüft haben, werden Sie ihn laufen lassen. Wenn er überhaupt noch am Leben ist. Ja, wenn er noch am Leben ist. Aber Entführer bringen ihre Opfer im Allgemeinen nur um, wenn sie das Lösegeld nicht bekommen. Die Bande hat ihre gewaltlosen Absichten ja deutlich betont. Und sie ist sich bestimmt klar darüber, dass es nicht gut fürs Geschäft wäre. Gut fürs Geschäft? Was meinen Sie damit? Ich habe das dunkle Gefühl, dass diese ganze Geschichte nur eine Generalprobe ist. Wenn Sie Erfolg damit haben, könnte die Entführung Ihres Sohnes der Anfang einer ziemlich üblen Masche sein. Mein Gott. Dann können wir also nichts anderes tun, als warten. So ist es. Allerdings muss ich noch eine mir sehr unangenehme Pflicht erfüllen. Ich muss Sie leider verhaften, Mr. Campo. Was? Sie wollen mich verhaften? So verständlich Ihre Beweggründe auch sind, Sir, Sie haben ein Verbrechen begangen. Aber... Bitte machen Sie es nicht noch schwieriger für mich, Mr. Campo, als es schon ist. Ich stehe vollkommen auf Ihrer Seite, glauben Sie mir, aber... John Gordon Campo, Sie sind verhaftet. Es ist meine Pflicht, Sie darauf aufmerksam zu machen, dass alles, was... Ja, wer ist denn dort? Mein Name ist Beck, Mrs. Campo. Sie kennen mich nicht, ich weiß, aber ich habe gerade Ihre tragische Geschichte gelesen. Und da musste ich Sie einfach anrufen, um Ihnen zu sagen, wie sehr ich mit Ihnen fühle. Ja, hören Sie. Ich habe nämlich vor kurzem selbst jemanden sehr lieben verloren, auf genau die gleiche Weise. Meinen kleinen Jogi, meinen süßen kleinen Liebling, schneeweiß mit den schönsten, treuesten Augen, die man sich denken kann. Böse Buben haben ihn gestohlen. Wirklich ganz böse Buben. Bitte, bitte, Sie dürfen hier nicht anrufen. Aber ich musste einfach mit Ihnen. Es tut mir leid, aber Sie dürfen hier nicht anrufen. Sicher, sicher, aber sehen Sie, wir erwarten einen dringenden Anruf und ich... Ja, ich weiß doch, was Sie durchmachen müssen. Auch ich habe gewartet und gewartet, dass mein armer kleiner Liebling... Es tut mir leid, es tut mir wirklich sehr leid, aber bitte rufen Sie nicht mehr an. Inspektor, ich weiß nicht, wie ich das auf die Dauer aushalten soll. Diese Frau, dieses boshafte Vergnügen in ihrer Stimme. Es gibt immer Leute, die sich am Unglück anderer weiden, Mrs. Campo. Ja, lauter Verrückte und Perverse. Oh, die Veröffentlichung in der Zeitung hat uns das eingebrockt. Naja, die hatte aber auch ihr Gutes, Mrs. Campo. So. Wir bekamen immerhin 3 Hinweise von Spaziergängern im Park, die Christopher gesehen hat. Aber ihre Geschichten widersprechen sich doch alle. Bei dieser Art Zeugenaussagen ist das leider meist der Fall. Trotzdem kann eine der Versionen die richtige sein. Man muss es so betrachten, Mrs. Campo. Sonst würden unsere Ermittlungen im Sand verlaufen, noch ehe sie richtig begonnen haben, so wie die Dinge im Augenblick liegen. Dieses Verbrechen wurde sehr gut geplant. Oh ja. Es ist Ihnen gelungen, praktisch völlig unbeobachtet zu arbeiten. Jedenfalls bei der Übergabe der Skizzen. Damit haben wir nur noch 2 geringe Chancen. Und zwar? Entweder... dass von den Hinweisen der Spaziergänger einer stimmt, oder aber, dass sie sich irgendwie verraten, wenn sie Christopher freilassen. Die Übernahme des Lösegelds und die Freigabe des Opfers sind für einen Entführer die beiden kritischen Momente. Aber hoffen wir, dass wir noch ein paar andere Anhaltspunkte bekommen. Meinetwegen soll das Telefon noch 100-mal läuten, damit irgendwelche Spinner ihre verrückten Theorien von sich geben können, wenn wir dadurch nur eine brauchbare Information bekommen. Nur eine brauchbare.
ist tot. Was? Chris ist tot. Ich weiß es. Mrs. Campbell, bitte. In dem Augenblick, als ich die Geschichte in der Zeitung sah, wusste ich, er ist tot. Nach allem, was Sie mir gesagt haben, Mrs. Campbell, bin ich überzeugt, dass diese Gangster nicht die Absicht haben, ihren Jungen umzubringen. Vielleicht hatten sie die auch nicht, aber dann... Mrs. Campbell. John hätte sich nie an Sie wenden dürfen. Das ist mir jetzt klar. Die lassen sich nicht erwischen mit... Die rechnen nicht damit, erwischt zu werden, Mrs. Campbell. Aber halb England sucht nach Ihnen. Welche Chance hat Chris dann noch? Keine. Wenn er auf dem Land ist, können Sie ihn ohne weiteres umbringen und ihn irgendwo verscharren. Warum sollten Sie irgendein Risiko eingehen? Sie dürfen die Hoffnung nicht aufgeben, Mrs. Campbell. Hoffnung. Inspektor Morris, sind jetzt 24 Stunden. Die brauchen Zeit, um die Skizzen zu überprüfen, das ist alles. Und wir hätten tun sollen, was die Gangster von uns verlangten. Ich hätte John nie erlauben dürfen, sie zu verständigen. Wie weit hat uns das gebracht? Mrs. Campbell, Ihr Mann tat das Zweitbeste, was er tun konnte. Das Zweitbeste? Das Beste wäre gewesen, wenn er gleich am Anfang zu uns gekommen wäre, dann hätten wir die Möglichkeit... Oh! Ich kann nicht mehr hingehen, ich kann nicht mehr, ich kann einfach nicht Sie mehr. Sie müssen, Mrs. Campbell. Es wird wieder irgend so ein Halbverrückter sein. Gehen Sie hin, es kann Christopher sein. Wenn's dieser Mann ist, versuchen Sie, ihn möglichst lang reden zu lassen. Ja? Gehen Sie in die Great Portland Street. Sie finden Ihren Sohn in der U-Bahn Station. Was? Was haben Sie gesagt? Great Portland Street, U-Bahn Station. Dort finden Sie Christopher. Ja, Moment. Hallo. Er hat eingehängt. Ich konnte nichts machen. Chris ist in der Great Portland Street. War es der Mann? Ja. Derselbe Mann? Ja, er war es. Er muss es gewesen sein. Er war so kurz angebunden, als ob er es eilig hätte wegzukommen. Great Portland Street. Das ist ziemlich weit weg von hier. Ja, wir müssen los. Worauf warten wir noch? Sie haben Chris freigelassen. Langsam, Mrs. Campbell. Wir haben immerhin schon 3 falsche Anrufe bekommen. Nein, diesmal weiß ich. Ich weiß, dass es stimmt. Ich habe seine Stimme erkannt. Wo bleiben Sie nur so lange? Sie sind seit 5 Minuten unterwegs, Mrs. Campbell. Sie werden sicher jeden Augenblick anrufen. Ich hätte nie gedacht, dass Zeit so relativ sein kann. Ja? Hallo? Mrs. Campbell. Ja? Wer sind Sie? Hier ist das Fernamt. Sind Sie bereit, ein R-Gespräch anzunehmen? Ein R-Gespräch? Von wem? Von Mr. Christopher Campbell. Er ruft Sie von der Fernsprechzelle 580-1060 in London an. Chris, es ist Chris, Inspektor. Ja, bitte verbinden Sie mich. Augenblick, Mrs. Mami? Chris, bist du's wirklich? Und Liebling, oh Chris, Liebling. Mami, ich hab kein Geld. Warum habe ich das Armband gerufen? Oh, mein Schatz, mein kluger kleiner Schatz. Wo bist du? In der Great Portland Street. Sie haben gesagt, du würdest mich abholen. Ich hab kein Geld für die U-Bahn. Und Schätzchen, bleib wo du bist. Ein Polizeiwagen ist schon unterwegs zu dir und holt dich gleich ab, hörst du? Polizeiwagen? Warum kannst du nicht kommen? Oder Daddy? Oh, weil der Polizeiwagen schon in deiner Nähe ist, hörst du? Er muss jeden Augenblick da sein. Du kannst ganz ruhig mit den Polizisten gehen, Chris. Bei denen bist du in Sicherheit. Ist alles in Ordnung? In Ordnung? Ja, bist du nicht verletzt? Nein, aber hungrig. Oh, mein Liebling, du bist so sachlich, so gelassen. Wir haben uns solche Sorgen gemacht. Doch, das habe ich mir schon gedacht. Aber es ist mir wirklich gut gegangen, wirklich. Du, ich glaube, jetzt kommen die Polizisten, Mami. Ja. Jedenfalls sehe ich einen Mann in Uniform. Ja, es hat genauso ausgeschaut. Die Maschinen liefen und ich konnte das Öl riechen. Wir müssen ganz nah daran vorbeigekommen sein, nachdem sie mir die Augen verbunden hatten. Weißt du, in welcher Richtung ihr gefahren seid? Die Sonne stand links, als sie mir die Augen verbunden haben. Und dann fuhren sie geradeaus weiter. Also nach Westen oder Nordwesten? Ja,
Ungefähr eine halbe Stunde später bog der Wagen nach links ab. Ich hab's gespürt. Werd ihr dauernd gefragt, wie viel Uhr es ist. Darum weiß ich so genau. Verstehen Sie? Ich leichte nicht von ihr. Na, sie hat nicht gedacht, dass ich zuhöre. Hast du eine Ahnung, wie schnell ihr gefahren seid? Vielleicht so um die 80, aber mit verbundenen Augen ist das schwierig zu beurteilen. Wäre gut, wenn ich's wüsste. Wie? Wegen der Entfernung. Du machst deine Sache sehr gut. Erzähl weiter. Also danach wurde die Straße sehr schlecht und holprig. Ich meine, nachdem wir nach links abgebogen sind. Dann haben sie mir gesagt, ich soll aussteigen und mich auf den Boden setzen. Und da habe ich ein bisschen rumgetastet nach Gras und Pflanzen und so. Weil ich dachte, vielleicht finde ich was dadurch raus. Und hast du? Nein, in Naturkunde bin ich nicht besonders gut. Aber ich konnte ein bisschen unter meiner Augenbinde rauslinsen. Sie war locker geworden. Was hast du gesehen? Nicht viel. Bloß dunkelbraune Erde und Tannennadeln. Die habe ich auch mit den Händen gefühlt. Und die Erde fühlte sich ein bisschen schwammig an. Und außerdem habe ich gemerkt, dass mir die Sonne nicht ins Gesicht schien. Es war auch kälter als vorher. Ich glaube, wir waren in einem Wald. Du meinst also, ihr wart in einem Nadelwald? Mhm. Was geschah weiter? Wir fingen an zu gehen, oder besser gesagt, zu steigen. Betty nahm mich bei der Hand. Ihre Hände waren feucht. Und wie sah Betty aus? Oh, sie war nett. Wieso war sie nett? Na, hübsch. Ich fand, sie hat recht hübsch ausgesehen. Sie hatte lange blonde Haare. Im Haus hat sie immer ihre Haare gebürstet. Und der Mann, Ralf? Och, der war auch ganz nett, als ich mich an ihn gewöhnt hatte. Hat mich immer mit seinem Kassettenrekorder spielen lassen. Und das Fernsehprogramm durfte ich auch immer aussuchen. Nur die Nachrichten durfte ich nicht sehen. Och, wir haben ziemlich viel Karten gespielt. Und ich habe fast immer gewonnen. Aber wie hat er ausgesehen? Och, auch ganz nett, Sie wissen schon. War er hässlich? Nein, hässlich war er nicht. Also war er ein gut aussehender Mann? Also ich weiß nicht so recht. War er auch blond? Nein, der war dunkel. Viele Haare hat er nicht mehr. Ich glaube, er war schon ziemlich alt. Wie alt würdest du sagen? Oh, ungefähr 30. Oh. Sein Gesicht. Rund? Naja, rundlich. War er groß? Nicht so groß wie Daddy, eher wie Onkel Tom. Also ungefähr 1,75 Meter. Wie war denn das Haus? Ich habe nur mein Zimmer gesehen und den Gang, wenn sie mich zur Toilette gebracht haben. Wie das Haus von außen war, hast du nicht gesehen? Nein. Sie hatten die ganze Zeit die Läden zu. Ich glaube, es war eine Schweinefarm. Warum? Man konnte es riechen. Meinst du, das Haus war alt? Es hat ziemlich armselig ausgesehen. Wie war es möbliert? Nur ein Sofa und ein großer Tisch waren da. Und ein Fernseher und Ralfs Kassettenrekorder. Und eine Uhr. Um welche Zeit seid ihr dort angekommen? Ich glaube, es muss so gegen 2 gewesen sein. Das erste Mal, als ich richtig auf die Uhr geschaut habe, war es 2:20. Und da sind wir noch nicht lange da gewesen. Ist dir sonst noch irgendwas aufgefallen? Na klar, eine ganze Menge. Ja? Und zwar? Erstens mal die Züge. Nach einer Weile habe ich genau auf die geachtet. Tagsüber sind es 20 gewesen. Und als ich nachts aufwachte, habe ich 5 gehört. Also muss es eine ziemlich viel befahrene Strecke sein, nicht? Würde ich auch sagen. Und dann habe ich die Zeit gestoppt, wie lange ich sie hören konnte. Das war fast eine Minute. Sie müssen also eine ziemlich weite Strecke zurückgelegt haben. Und nachts hatten sie einen hohlen Klang. Also werden sie wohl durch ein Tal gefahren sein. Außerdem ist mir noch was aufgefallen. Der Klang verlor sich nicht, er hörte ganz plötzlich auf. Ach. Ja, er riss einfach ab. Ich glaube, sie fuhren in einen Tunnel. Könnte das die Lösung sein? Jedenfalls klingt's einleuchtend. Alle Achtung, du bist ein guter Beobachter, junger Mann. Ich will auch mal Detektiv werden. Nicht schlecht. Was hast du sonst noch bemerkt? Flugzeuge. Ich habe sie gezählt. Jedes Mal, wenn eins über uns weggeflogen ist, habe ich auf die Uhr gesehen. Eins kam um 16.36 Uhr. Eins um 20.39 Uhr. Und das letzte um 22 Uhr, am ersten Tag. Am nächsten Morgen kam eins um 7.59 Uhr und dann wieder eins um 11.30 Uhr. Am Nachmittag und Abend kamen sie so ziemlich um die gleiche Zeit wie am Tag zuvor. Also fliegen sie wahrscheinlich fahrplanmäßig. Meinen Sie nicht? Ja, das kann man wohl annehmen. Ja, und da ist noch was. Aber ich bin nicht sicher, ob es ihnen was nützt. Nur raus damit. Das ist die Marmelade. Die Marmelade, die wir gegessen hatten. So?
Na, sie hatte so einen kleinen Aufkleber dran auf dem Deckel. Der Preis stand drauf und ein Name. Wins. Aber das war nicht der Markenname, der war Dilis. Dilis Himbeermarmelade. Glauben Sie, dass der Name auf dem Aufkleber vielleicht der Name von einem Geschäft gewesen sein kann? Natürlich. Das glaube ich ganz sicher. Ach, dann war es alle doch gut, dass ich es mir gemerkt habe. Wirklich, Junge, du bist ein Phänomen. Ein was? Ein Phänomen. Ich habe noch keinen Fall erlebt, bei dem ich so klare Zeugenaussagen bekommen habe. Deine Beobachtungsgabe ist einfach toll. Ach, mir sind einfach so ein paar Dinge aufgefallen. Und dann hatte ich ja auch nichts Richtiges zu tun. Zuerst hatte ich ein bisschen Angst. Aber dann nicht mehr. Und da fing ich dann an, aufzupassen und mir einige Dinge zu merken. Das Haus ist umstellt! Darf ich Ihnen einen Whisky anbieten? Du bist ein Scheißkerl, lässt dich einfach so überrumpeln. Wie zum Teufel haben Sie uns so schnell gefunden? Tja, mein Lieber, Sie sind eben leichtsinnig gewesen. Leichtsinnig? Ja, in der Wahl Ihrer Geisel. Der Junge hat uns zu Ihnen geführt. Aha, da haben wir es. Wir brauchten uns nur an seine Aussage zu halten. Sie war erstaunlich präzis. Wieso? Er hat doch überhaupt nichts gesehen. Gesehen hat er nicht viel, aber trotzdem erstaunlich viel wahrgenommen. Ich hab's doch gesagt. Erzählen Sie uns doch keine Märchen. Der Junge konnte uns genau sagen, dass Ihr Haus in einem Nadelwald steht, auf einem Hügel in der Nähe von einem Tal mit einem Eisenbahntunnel. Er wusste, dass Sie ungefähr eine halbe Stunde westlich von Virok wohnen. Es ist uns gelungen, die Linien und Routen der Flugzeuge herauszubekommen, die er gehört hat. Mit der Hilfe des Flughafens konnten wir dann auf die Minute genau feststellen, dass die Flugzeuge zu einem bestimmten Zeitpunkt hier die Gegend überfliegen. Alles, was wir schließlich noch tun mussten, war ein Dorf ausfindig zu machen, in dem es einen Laden gibt, der Vince heißt. Danach war alles schnell entdeckt. Ich hab's ja gewusst. Wir hätten auf den Bengel besser aufpassen sollen. Es hat nicht genügt, ihm bloß die Augen zu verbinden, aber du weißt ja immer alles besser. Sie hätten ihn auch ausreichend beschäftigen sollen. Sie hätten sein Interesse wecken, ihn ablenken müssen. Jungs in dem Alter brauchen Ablenkung. Sonst kommen sie auf eigene Ideen, erfinden eigene Spiele. Und Chris spielt eben gern Detektiv. Darf ich bitten? Aus Studio 13, dem Studio für Kriminalisten, hörten Sie heute das Kriminalstück Geiselgangster von Ray Butler. Mit Xenia Pörtner als Judy Campo, Dieter Kirchlechner als John Campo, Axel Malzacher als deren Sohn Christopher, Gerti Fricker als Miss Beck, Heidemarie Rohweder als Betty, Alexander Grill als Ralph sowie Gerd Kunert als Inspektor Morris. Ton und Schnitt Karl-Heinz Stoll und Melita Neumeier. Regie Dieter Eppler. Wir brachten eine Aufnahme des Süddeutschen Rundfunks.